Diese Bilder wurden vergangenen Donnerstag in Dresden aufgenommen. Die Kanzlerin ist in der Stadt, AfD und Pegida demonstrieren. Dabei kommt es zu einem Zusammenstoß mit einem ZDF-Kamerateam. Sie haben mich ins Gesicht gefilmt, das dürfen Sie nicht. Frontalaufnahme. Sie haben eine Straftat begangen. Eine Straftat? Das Kamerateam dreht auf öffentlichem Grund eine öffentliche Demonstration und wird angegriffen. Sie stellen doch um eine Kamera. Dabei müsste zumindest der Mann rechts das Gesetz kennen. Heute stellt sich heraus, er ist ein Mitarbeiter des LKA. Im Urlaub. Jetzt greifen die Beamten ein. Die sich gegen den Kameramann richtet, ja? Das ist ja erstmal vollkommen egal. Die Polizei stoppt das Kamerateam. Wir machen hier kein Interview, Sie packen das Mikrofon. Entschuldigung, ich bin Journalist. Wenn Sie jetzt gegen die Presse hier vorgehen. Die Beamten prüfen die Personalien, nach Aussage des Reporters mehrmals. Natürlich machen Sie doch. Während dieser Phase der Aufarbeitung sagt plötzlich ein Versammlungsteilnehmer, dass ein Mitglied des Drehteams ihn beleidigt hätte. Und dann haben wir uns gesagt, naja, jetzt reicht der Passausweis nicht mehr, jetzt brauchen wir den Personalausweis. Insgesamt konnte das Team 45 Minuten nicht arbeiten. Daran waren aus Sicht der Polizei die Journalisten auch selbst schuld. Dazu kommt, dass das Drehteam selbst natürlich dann auch immer Rücksprache gehalten hat mit der Redaktion. Wie sollen wir uns jetzt verhalten? Was muss man erdulden? Was müssen wir nie erdulden? Viel geredet, viel Aufregung. Reporter Ann Ginzel sieht die Verantwortung dagegen bei der Polizei. Es gab keinerlei Probleme, uns zu identifizieren. Ich fühle mich nach wie vor schikaniert von den Beamten. Und das wird jetzt quasi so gedreht, als wären wir jetzt schon selber dran schuld an der ganzen Situation. Ich kann sagen, wir haben das auch dokumentiert. Wir haben dokumentiert sämtliche Phasen dieser Kontrolle. Und ich glaube, dass wir da durchaus behindert wurden an der Arbeit. Die Aufnahmen hat Ginzel ins Netz gestellt. Innerhalb weniger Tage 1 Million Aufrufe. In seinem Kommentar prangert er das Verhalten der Polizei an. Sie agiere hier als Exekutive von Pegida. Ob wir jetzt alles richtig gemacht haben, das würde ich jetzt gar nicht mal unbedingt sagen können. Also vielleicht könnte man auch 5 Minuten schneller sein. Wo ich aber keine Luft dran lasse, ist dieser Vorwurf Behinderung der freien Berichterstattung. Handlanger machen von den Versammlungsteilnehmern, das ist da habe ich überhaupt keine Zweifel, das ist völlig aus der Luft gegriffen. Auch der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer stellt sich vor die Beamten. Er twittert, die einzigen Personen, die in diesem Video seriös auftreten, sind Polizisten. Danach schreiben alle Medien über den Fall. Und überall schwingt die gleiche Frage mit. Ist die sächsische Polizei tatsächlich die Exekutive der Wutbürger? Wir sind nach Dresden gefahren. Zunächst besuchen wir eine Demonstration von Pegida. Jeden Montag protestieren hier immer noch 1500 Bürger. Der legitime kreative Protest wurde medial zerschlagen und attackiert. Medien sind ein klares Feindbild von Pegida. Außer uns ist heute nur ein Kamerateam aus Prag da. Wir hatten Bedenken. Wir haben gehört, dass es nicht so einfach ist. Aber wie war Ihre Erfahrung jetzt? Ja, bis jetzt. Wir wurden ein paar Mal angesprochen, aber vielleicht deswegen, weil wir Ausländer sind, hat man uns nichts getan. Also, Sie wollten sicher gehen, das war mein Eindruck, dass wir nicht aus Deutschland sind. Viele deutsche Kamerateams kommen nur noch mit Sicherheitsleuten hierher. Der Dresdner Reporter Tobias Wolf weiß, dass es unangenehm werden kann. Wir haben halt erlebt, wenn wir einen Block gezückt haben, dass wir angepöbelt wurden teilweise. So nach dem Motto, schreibt das ordentlich auf oder Lügenpresse. Die Lügenjournalisten von der Sächsischen Zeitung, das kennen wir alles. Auch mit der Polizei hat er schlechte Erfahrungen gemacht. Als vor 2 Jahren Rechte in einem Dresdner Vorort auf sie losgingen, riefen sie die Sicherheitskräfte zur Hilfe. Und als die Polizei vor Ort war, das war so ein halbes Dutzend Beamte und 3 Fahrzeuge, erklärte uns der Einsatzleiter, ihr seid ja die Lügenpresse. Pegida hat recht, ich schütze euch jetzt nur, weil ich eine Uniform anhabe. Das war die Ansage vom Einsatzleiter. In dem Moment wird einem etwas mulmig, weil man ist schon in einer Situation, die nicht so sehr übersichtlich ist. Man ist bereits körperlich angegriffen worden und bekommt dann diese Antwort vom Polizeieinsatzleiter. Ein Einsatzleiter, der sich zu Pegida bekennt? Ein LKA-Mann, der Journalisten anbrüllt? Oft kritisiert Sympathien für Rechte in Sachsens Polizei. Natürlich hat jeder auch eine persönliche Meinung, die wir jetzt nicht in die Köpfe schauen können. Aber am Ende ist die Polizei ein Querschnitt der Gesellschaft. Bei uns gibt es alle politischen Strömungen. Einige Journalisten haben den Eindruck, dass diese politischen Strömungen sich oft in den Einsätzen zeigen.
Ich habe immer wieder von Kollegen gehört, dass sie eingeschränkt werden bei ihrer Berichterstattung. Ich habe es selber erfahren. Und was mich bestürzt, ist, dass das also offenbar Alltag ist. Zapp hat in dieser Woche mit vielen sächsischen Journalisten gesprochen. Alle bestätigen, dass es immer wieder solche Vorfälle gibt. Doch ist es Alltag? Den Vorwurf halte ich für überzogen, für absolut, weil in 99,9% der Fälle die Arbeit der Polizei sicher reibungslos klappt. Das ist auch meine eigene Erfahrung. Im Gegenteil würde ich sogar sagen, dass die Polizei manchmal der einzige Garant dafür ist, dass man berichten kann. Einzelfall oder nicht. Viele sind froh, dass Ginzels Team diese Bilder gedreht und vor allem auch veröffentlicht hat. Er hat eine wichtige Debatte zurück in die Öffentlichkeit geholt, die seit einigen Jahren geführt wird. Woran man erkennen kann, dass auch die Einzelfälle am Ende ein Problem darstellen. Aber ein Problem, was zu lösen ist. Es muss halt nur auf allen Seiten der entsprechende Wille dazu vorhanden sein. Am Freitag treffen sich die Journalisten vom ZDF mit der Polizei in Dresden. Man will jetzt miteinander reden. Ein wirklich, sagen wir, spannender Fall, und er wird noch spannender natürlich durch die Tatsache, dass wir jetzt wissen, dass der Mann in dem Clip ein Mitarbeiter des sächsischen Landeskriminalamtes ist. Und das wirft einige, insbesondere auch medienrechtliche Fragen auf. Die möchte ich gerne besprechen mit unserem Gast heute Abend. Dorothee Boelke heißt sie. Sie ist Rechtsanwältin für Medienrecht. Herzlich willkommen. Guten Abend. Die Neuigkeit, wie gesagt, Mitarbeiter des LKA. Was bedeutet das für die rechtliche Beurteilung? Medienrechtlich ändert sich die Beurteilung nicht. Man versteht das jetzt besser, warum der Mann möglichst nicht erkannt werden möchte. Ein strafrechtlicher Vorgang, wie er behauptet, liegt hier überhaupt nicht vor. Medien, Presse, Journalisten haben das Recht, bei Demonstrationen, bei öffentlichen Versammlungen und Aufzügen anwesend zu sein, zu recherchieren. Es ist sogar ihr Informationsauftrag verfassungsrechtlich auch geschützt. Das gelten bestimmte Regeln. Es dürfen nicht einzelne Personen herausgezoomt werden, weil dann möglicherweise das Persönlichkeitsrecht überwiegt. Aber strafrechtlich ist hier nichts geschehen. Dann können wir uns ja vielleicht gerade daran anknüpfen, noch mal eine Sequenz anschauen. Weil wir haben hier erstmal eine allgemeine Einstellung. Ist ja auch für Journalisten von praktischer Relevanz. Passiert immer wieder. Und plötzlich haben wir Leute in Großaufnahme. Was bedeutet das denn jetzt für mich als Journalisten? Was darf ich da zeigen? Also als Journalist machen Sie in diesem Moment nichts falsch. Die Kollegen vom ZDF geben ihm sogar noch den Tipp, gehen Sie doch weiter, dann wäre er nicht erkannt worden. Was er hier macht, er begibt sich sehenden Auges zur Kamera, spricht mit den Journalisten, weiß, dass die Kamera läuft. Es ist als zeitgeschichtliches Ereignis einzuordnen, aber man könnte sogar sagen, er willigt ein in dem Moment oder nimmt billigend in Kauf, dass er hier aufgenommen wird. Das heißt, er sorgt selbst dafür, dass er ins Bild kommt. Und dass es auch natürlich dann anschließend gezeigt werden darf. Das könnte sein. Es gibt einen neuen Sachverhalt. Das ist ein Ereignis, was hier passiert, was losgelöst ist von dem vorherigen Allgemeingeschehen. Das könnte eine neue Begründung geben, ihn auch identifizierbar als Einzelperson herausgenommen aus dieser Gruppe zu zeigen.